Hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir machen heute die letzten Fragezeichen, hatte ich ja gesagt. Ne? Und ich schau mal eben, wo die sind. Hier unten hatten wir schon alles weggemacht. Da kreuzt auch bei der Sägemühle. Na, dann würde ich sagen, auf zur Sägemühle. Zusammen mit Plötze machen wir uns auf den Weg. Lauf, Plötze! Und reiten zur Sägemühle. Schauen uns die Gegend ein wenig an. Hallo, ihr lieben Tierchen. Ein paar Rehchen. Ein Jäger. Oh, ich glaube. Waren das jetzt hier. Ein nilfgaardischer Soldat. Ja, ja, ist ja gut. Herr Igloir. Okay? Ja, alles gut, alles gut. Aha. Da ist ein Offizier von Angelpatsch. Keine Ahnung, kann man euch irgendwas klauen oder so? Oh, das wird sich voll lohnen. Ob ich denen was klauen kann? Ich meine, wenn die dahinter kommen, dann bin ich tot, ne? Ist klar. Dann jagen das die ist sofort. Okay, Mann, jetzt regt euch doch mal nicht. Jetzt regt euch doch mal nicht so auf, Mann. Wegen so ein bisschen Alchemistenpulver da. Kannst doch mal probieren. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, ich will dir nichts tun. Halt! Der arme Bauer, ich wollte ihn doch nicht in Angst und Schrecken versetzen. Ah nein, nicht schon wieder, Gula. Ja komm, einmal den. Und dann würde ich den machen, so. Ach ja, hallo. Wie viel haben wir diesmal? 3? Okay. Na? Die haben es, glaube ich, noch gar nicht im Moment so richtig geschnallt, dass ich was von denen will. Ja. Hallo. Aufgepasst. Da ist ja noch einer. Also immer kommen die im Quartett, ne? Immer im locker leichten Viererpack. Jetzt auf die Fresse. Okay, das war leicht. Wow. Also gegenüber sonst war das jetzt echt einfach, muss man mal ganz klar sagen. Na? Ah, ist das schön. Wenn die Menschen wieder zurückkehren. 90 Points haben wir bekommen. Woher kommst du? Papa hat gesagt, du hast das Biest getötet, das die Leute gefressen hat. Nicht nur das, die Biester. Ah,
da noch. Ich nehme dir das mal weg, ne? Ist ja nicht so schön. Ja, aber danke schön. Endlich mal Leute, die auch mein Tun verstehen. Aus na, ist das schön. Guck mal, der freut sich über ein Stück Brot. Aus Kermorhen, guter Mann. Aus Kermorhen komme ich. Da ist der Kaufmann. Sei gegrüßt. Ja, Tag. Hast du irgendwie was Interessantes? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Lass uns doch mal schauen. So, was hast du denn hier? Das ist nichts Besonderes. 160 hat er. Kann man dem irgendwie so ein paar abgehalfterte Schwerter verkaufen? Das bringt ja alles nichts. Ne? Drei Stücke. Ey. Drei Goldstücke. Oder Ohren oder Floren oder was auch immer. Aber immerhin, naja, waren wir so los. Sie belasten unser Gewicht nicht mehr. Oder unser Täschchen nicht mehr. Ja, mal sortieren. Ist sogar noch besser als ich die, die ich habe. Ach komm, weg damit jetzt. Ja, die müssen bleiben. Die Hosen, die taugen alle nichts. Also, was heißt taugen nichts? Die sind halt nicht so nicht besser als die, die wir haben. Jo. Jo. Ich gebe die ja ungern ab, muss ich sagen. Ne? Ich hänge immer so an meinen Rüstungen. Ja, verbindet da so viel mit, aber auf der anderen Seite. Jetzt haben wir uns doch erheblich erleichtert. Er hat noch ein Goldstück oder ein. Keine Ahnung, was haben wir? Floren haben wir hier, ne? Floren und die Ohren, die müssen wir tauschen. Genau, so war's. Ja, Kartoffelboden, nee, das ist Longrobe. Mistelzweige, Nostrix, Geißplatz, Wasseressenz hat er jetzt nicht. Okay. Leb wohl. Ich danke. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraucht, gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wird der nicht wieder munter. Da-di-dum, da-di-dum. Ich könnte ja da die ich könnte ja jetzt, aber wenn ich jetzt hier Iggy mache, dann versetze ich die alle in Angst und Schrecken. Das möchte ich ja auch nicht. Deswegen verzichten wir jetzt mal hier auf Iggy. Irgendeine Krankheit sucht mich heim. Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Absolut richtig, meine Kleine. So, haben wir hier Öle. Becher, na toll. Eisenerz. Ein Saphir und Eisenbarren. So arm sind die gar nicht. Also ich habe bei mir nicht irgendwo ein Saphir rumliegen. Deine Klingen vom Regen? Jetzt nicht mehr. Nein, haben die jetzt gesagt, bitte nicht töten? Warte mal. Sorry. Ich habe doch nicht. Nein, meine Klingen sind rostfrei. Götter. Bitte nicht töten. Keine Sorge. Mist. Herr Großvater gerade rausgeschickt, um trockenes Reisig zu holen. Verdammt. Ja, die haben sofort Angst. Komm, wir lassen es.
Außerdem wollten wir ja jetzt die letzten, upsala, die letzten Fragezeichen machen. Ja, aber lass mal das mal bleiben. Da ist noch ein Ort der Macht. Der wundert mich, dann reisen wir da mal hin, ne? Und der da so ganz alleine steht. Oh. Ein Resträuber sozusagen. Heya! Fahren wir da mal, dann halten wir da mal hin. Was das noch für ein Ort ist. Komm schon! Ach ja, sicher. Das war diese Level 6 Erscheinung. Ein Ort der Macht. Da kommt sie. Komm her. Yes. Ich meine, das war's, ne? Hat die mir kein... Ich wollte schon sagen, die hat mir kein Geschenk dagelassen. Amethystenschau, Scheinungsmutagen und Geisteressenz. Und hier ein Fertigkeitenpunkt haben wir erhalten. Wunderbar. Axi hat sich erhöht. Auch nicht schlecht. Ach, das ist Alchemie, genau. Wo müssen wir hin? Na, wir bleiben unserer Linie treu. Zack. Was kriegen wir hier? Falls verfügbar, werden Adrenalinpunkte verbraucht, um die Vergiftungswirkung von Tränken um 33% pro Punkt zu senken. Okay. Dann... Ups. Einmal weiter hier, warte mal, einmal hier. Igni. Oh oh. Jede Menge Wölfe. Also von denen wollen wir ja eigentlich nichts. Das sind schon die letzten zwei. Ach, da hinten ist auch noch eins. Wow. Ja, komm, trotzdem. Einmal dahin. Weg von den Wölfen. Uiuiui. Boah, ist das ein übles Wetter hier. So, hier. Schon wieder. Mein Gott, wie oft ich schon umgebracht wurde. So. Oh gut, die sind Level 1, 2. Also keine wirklichen Gegner. Das ist eher so eine Fingerübung. Oh, wie schön wie ich gemost. Schollkraut. Naja, um die Leichen kümmern sich die Wölfe, da habe ich keine Bedenken.
Präzisionsbolzen. Gift der Hände. Glaube ich ja wohl nicht. Mistvieh. So, haben wir denn da noch? Ey. Ich sag ja, die Wölfe, das sind die Kakerlaken im Spiel. Ah, Mann, 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 Mann. Die haben hier gejagt. Also diese Bäume muss ich mir merken, ne? Diese Baumstümpfe. Offensichtlich ist da überall was drin. Oh, boah, was haben die denn hier für ein Gemetzel angerichtet? Guckt euch das mal an. Ja, komm, wir kommen zu weit ab von unserer eigentlichen Aufgabe. Den Honig nehmen wir uns aber noch mit. Glanz. Zwergenschnaps kann man sich, kann ich jetzt auch selber machen. Na, das ist doch mal ein Wort. So. Ja, für ihn können wir leider nichts mehr tun. Ist noch ein Ei. Besser gesagt zwei oder drei. Sag mal, haben wir es jetzt? Gut. So. Ja, ich glaube, wir kommen so langsam unserem Ziel näher, ne? Alter, wo ist Plötze? Da ist Plötze. Hat sich ein wenig versteckt. Ja, kann ich verstehen, Plötze. Moment. Müssen wir mal schauen. Dahin. Aber bevor wir das machen. Sorry, Plötze. Ich muss mal ganz kurz. Ja, nur damit unsere Schwalbe wieder aufgeladen ist. So, dann geht's hier gleich weiter. Hi Leute. Meilen und Ui. Meilen und Meilen. Nein, nein, ist schon klar. Ist ja schon klar. Kann schon weg. Den Schatz haben wir schon. So, wenn sie jetzt hier hinkommen, machen wir sie platt. Aber den Schatz haben wir schon. Jo, haben wir schon. So, wunderbar. So, da war noch irgendwo was, ne? Upsala. Hier ist die Garnison und da ist... Oh, da sind auch noch was. Ja, würde ich sagen, einmal dahin. Einmal ins Wasser, dann wieder raus aus dem Wasser, dann noch zwei Fragezeichen. Und dann haben wir es geschafft. Ja.
Mistviecher, ey. Diese Scheißwölfe. Ist ja nicht zu glauben. Mann. Denkst du an nichts Böses und an so einen Scheiß. So. Weiter geht's. Also wie viele Wölfe habe ich denn jetzt erledigt? 7 Stück oder sowas? Bestimmt auch nichts Angenehmes, was hier auf uns wartet. Ja, ja, kennen wir schon. Oh. Da vorne sind auch Wölfe, aber ich mach trotzdem. Moment. Erst einmal den. Erst einmal Schwalbe. Auflädt. Boah, ist das... Was war das denn? Ist das ein Scheißwetter? Aber mal so richtig beschissen. Gut, dann... müssen wir auf jeden Fall die auswählen. Alles andere nützt uns unter Wasser sowieso nichts. Sind die stark. Level 10. Ach du Scheiße. Okay, Level 10 ist eine Nummer zu groß für uns. Da kann man nichts gegen machen. Da haben wir keine Chance gegen. Ihr habt es ja gesehen, einmal, die berühren uns einmal, dann sind wir weg. Los, lauf! Gut, dann... einmal an Land. Gucken, was da ist. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Und jede Menge... Spinat füttern, um dagegen anzukommen. Oha, so, warte. Map. Level 10, du liebes bisschen. Los, lauf! Okay. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier finden. Lauf, Plätze! Natürlich Wölfe, ist ja... Oh, coole. Ein Ort der Macht. Da muss ich aufpassen, die sind erheblich aggressiver. Die sind um einiges aggressiver als die, die wir da gerade hatten. Sackratte.
Yes. Baby. Ich sag ja immer Quartett. Pisse. Eieieiei. So, eins von diesen Mistviechern haben wir noch. Erledigt. Boah! Die sind immer noch ein Riesenproblem, die Ghouler. Obwohl die nur Level 2 haben. Mann. Magie, ein Ort der Macht. Ja, ja, hab er gemerkt. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Das machen wir auf jeden Fall als erstes. Wunderbar. Ich hoffe, dass keiner kommt. So. Und dann einmal den. Wunderbar. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Und wir können jetzt Folgendes machen. Hm? Zack. Okay. So, der bringt uns ja, ja 500 Punkte zwar. Aber... da werde ich jetzt im Moment mal drauf verzichten. Ich möchte gerne den natürlich haben. Oh, wir haben noch einen. Okay. Okay. Dann machen wir doch mal Quen. Oder das ist Glyphen, Täuschung. Bringt uns zwar derzeit noch nichts. Art ist intensiviert. Okay. Haben wir sonst noch was, was wir hier einsacken können? Oh. Doch noch mal einer um die Ecke gekommen. Okay. Da waren auch noch mal ein paar Ohren drin. Und der hat uns noch mal 75 Punkte gebracht. Okay. Dann würde ich sagen, das holen wir uns auf jeden Fall noch, nur später. Aber jetzt können wir erst einmal uns um das Wesentliche kümmern. Nämlich um die gute Jennifer. So. Einmal Plötze. Heya! Auf geht's nach Weißgarten.
Oha, letzte. Moment, hier ist. Ja, passt aber alles. Da sind wir schon. Heya! Ja, ihr lieben Gänse, wie lang? Oh. Dann machen wir noch schnell den. Nur damit Schwalbe aufgeladen ist. Ja. Man, das sieht echt scheiße aus heute. Ja, ja, komm. Dann geh. Wenn du mich nicht magst. Da ist Wesemir. Hi, Wesemir. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn lass der Hilfe los. Meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! War ja klar. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Okay, das war's. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Hey, die waren mit 7 Mann? 8? Wir waren zu zweit, also bitte. Oh, die Polizei ist auch schon da. Haben wir nicht angefangen?
Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrais. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Naja, komm. Yennefer wird uns wohl kaum in eine Falle locken, ne? Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten,
gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Bergère Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort... unbekannt. Eltern, unbekannt. Alter, unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Voltest hat befohlen, den Weg freizumachen. Der Junge stand im Weg. Den Erben der La Valettes niederzumachen. Das hat dich nicht beeindruckt? Natürlich nicht. Was kann ein Baron einem Königsmörder schon bedeuten? Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Vergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich habe Flotsam mit Jorvid verlassen, dem Kommandanten einer Skoyatell-Einheit. Ein Monsterschlechter und ein Menschenschlechter. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich.
Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreib das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Nun, diese Allianz ist unwiderruflich vorüber. Ich habe Leto in Lokmuin getötet. Davon hörten wir. Umso besser. Das hat unseren Agenten schwierige und schmutzige Arbeit erspart. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Schwarz, schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Ja, das hat jetzt echt lange gedauert, ne? Also, mein lieber Mann, ja, wir sind also jetzt hier bei Kaiser Emir Emreis angekommen. Oder Emir Fa Emreis. Und, bereiten uns auf die Audienz vor. Vedimi, direkt aus den Sagen der Nordlinge. Und die wir aber erst in der nächsten Folge machen. Ich wollte diese Folge sollte gar nicht so lange gehen, aber ich wusste wirklich nicht mehr, dass so eine lange Passage danach noch kommt. Geskriptete Passage danach kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Wir haben bis auf 1 alle Fragezeichen im Prolog gemacht. Und jetzt geht eigentlich das Spiel erst so richtig los. Ich hoffe, ihr habt da richtig Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Wir werden uns ein bisschen hier in der kleinen Liegenschaft des Kaisers herumtreiben. Nicht allzu lange, aber ein bisschen. Und dann geht es in die große, weite Welt. Unfassbar. Die sehr spannend, sehr gefährlich, aber auch wunderschön ist. Und da freue ich mich, die Reise mit euch gemeinsam anzutreten. Bis dahin, macht es gut, habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, bleibt mir gesund und gewogen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, ciao. Euer Ein Jammer, dass ich keine Elia. Zeit habe.